Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Ja, wir sind wieder zurück. Wir haben endlich Elisabeth mal wieder eingefangen. Wir sind jetzt Partner. Sie hat uns davor gerettet. Wir wären nämlich runtergestürzt und gestorben, aber sie hat uns einen Luftballon oder so einen Zeppelin halt dahin gezaubert. Und ja, wir müssen jetzt mit ihr kooperieren. Sie hat sie hat eingeschlagen. Sie hat gesagt, sie ist dabei, weil sie ohne uns sowieso nicht nach Paris kommt. Aber sie ist nicht nett mit uns. Sie ist immer noch sauer. Ein Mittel zum Zweck, damit sie nach Paris kann. Aber ich glaube, da wird sich noch schon ein bisschen mehr, da ist bestimmt mehr dahinter. So, wir können hier den Bereich verlassen. Wir müssen jetzt nämlich zu Fink, also zu Finkton proper, da müssen wir jetzt hin, weil da ist der Typ da. Ja, da steht's eh schon. Wir müssen nämlich unbedingt Munition und Waffen besorgen für einen Aufstand. Ja. Und dann bekommen wir unser Schiff. Ja, und fucking Windows wollte mal wieder das Farbenschema ändern. Ja, sind wir schon gewohnt. Entweder eine große Heldin oder eine üble. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Kaiserin von China. Oh, da hinten war sie auf einmal. Okay. Bitte. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Müssen wir zum Aufzug? Und kostet uns unterwegs das Leben. Okay, wie es aussieht. Ja. Wie es aussieht, gibt wieder Action. Aber jetzt habe ich einen fetten Granatenwerfer, Leute, wie ihr seht. Und damit haut man so richtig rein. Aber ich werde diesen Granatenwerfer nur für diese Typen da verwenden. Oh, fuck. Was? Boah. Alter, ich habe dir gerade in die Brust geschossen. Ein paar Mal und du lebst immer noch. Halt dein Maul, Mann. Ach, danke. Ja, seht ihr, das meine ich. Die Elisabeth ist wirklich sehr, 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 sehr nützlich, weil sie gibt mir Munition und immer wieder Leben und das ist einfach nur cool. Und ich glaube, diesen Typen tut das irgendwie gar nichts, dass ich da mit Granaten auf dem schieß. Ja, der ist putzmunter. Aber es geht, ja doch, es geht schon einiges an Leben weg. Das ist gut. Aber ich muss in Deckung bleiben, weil es schießen so viele auf mich. Wie ihr seht, ich kann nur ganz kurz raus und dann wieder weiter. So, den drücke ich mir. Oh, toll, jetzt habe ich auf die Wand geschossen. Mann. So, ich habe aber auch viel Munition dafür, kommt mir vor. Das ist schon einiges, ja, was ich da verballern kann. Okay, ich muss da erstmal diese Idioten da killen. Na, kann ich das hier so machen? Jawohl. Okay. Und. Yes. Ich glaube, rechts war auch noch einer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hinten, glaube ich, sind auch noch welche. Ja. Da hinten rennt einer. Und weg mit deinem Kopf, du Idiot. So, ich denke, ich habe nur noch den Fetten da vor mir. Jawohl, ich habe noch... So, wow. Shit. Ich laufe weg. Weil sonst bin ich tot. Ah, du Arsch, du. Ah, da hat er mich noch erwischt. Ich war zu langsam. Aber Elisabeth holt uns ja wieder schön zurück. Danke, meine Kleine. So, wo sind wir denn eigentlich? Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen orientieren. Wo bin ich denn hier geblieben? Muss ich hin? Ah, okay, da muss ich hin. Alles klar. So, oh, da kommt er schon. Alter, wie viel frisst denn der davon? Heilige Scheiße. Endlich ist er mal down. Boah, da frisst aber auch einiges. So, Gatling Gun, her damit. So, kommt ihr auch? Kommen da noch welche? Ja. Oh yeah. Eigentlich voll sinnlos, weil ich könnte die auch anders töten, aber ist mir sowas von egal. Ich möchte die mit den Gatlingern da aufballern. Das macht Spaß irgendwie. So, jetzt kann ich ja auch noch ein bisschen die Sachen untersuchen, da. Habe ich ja davor nicht. Vielleicht findet man ja irgendwas Nettes. Ein Audiolog mal wieder. Hören wir mal rein. Alter! Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Naja, der Fink ist also ein Mann für alles. Der ist hier wohl der Oberhandwerker, der Oberchecker von diesen ganzen Leuten hier. Also ohne ihn geht nichts, haben wir ja schon gehört hier gerade. Und deswegen müssen wir ja auch zu ihm Munition besorgen.
um Munition zu besorgen. So, ab und zu verlässt mich mein Deutsch wieder leider. Okay, was hat denn der Typ da? Munition hat er. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht mit Magazinvergrößerung. Was kann ich denn kaufen? Schadensboost, Präzisionsboost. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Hör damit. So, schnelleres Nachladen, mehr Munition. Also, da kann man so viel machen und hab so wenig Geld, aber. Das werde ich nicht mehr weitermachen. Nee. Das brauche ich nicht unbedingt. So, wo geht's denn da weiter? Wo geht's denn da weiter? Ich glaube, die Elisabeth war davor hier. Dann schätze ich mal, dass es da weitergeht. Ja, ordentlich reinhauen, damit der Lift schneller kommt. Cooler, wenn sie Munition finden würde. Für das hier. Oh. Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elisabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ja, der hat das ganze Audiolog überlabert. Ihre Mutter hat sie also einsperren lassen. Ist aber nicht nett. So eine hübsche kleine Maus. Fink-Propaganda. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Okay. Hallo? Wer ruft mich an? Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Boah, bin ja auch Booker DeWitt, Alter. Ich töte alle. Tja, der Mann hat ein Ego. Wow. Ja, ein kleines Ego. Wie so nur eine Goldstatue, die 50 Meter groß ist. Habe ich auch in meinem Vorgarten. Wenn ich den Garten hätte. Guck mal. Ein bisschen sexy. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen, speziell für die Fink-Arbeiter. Ja, die machen das so ähnlich wie Microsoft. Mr. DeWitt, willkommen in Finken. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Da wollen wir nämlich ganz gerne, Mann. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Mhm, mach die Tür auf, Mann, halt die Fresse. Und ich hau ab. Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wie sieht's aus? Zum Schmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus hier. Ja, Fink hat sich also auch eine eigene Stadt aufgebaut, wie es aussieht. Okay, da ist die Factory. Kann ich da hinein? Nee. Kriegst du es auf? Da ist ein Riss.
Mach mal das auf, Mann, Elisabeth. Wieso schießt du auf mich, Mann? Holy fuck, was ist denn los mit euch? Ah, oh, der Revolver ist cool, meine Lieblingswaffe bis jetzt. Ich liebe den Revolver. Ah, Mann, ich müsste treffen auch mal. Brotdose durchsuchen, wo ist sie denn? Wieso ballern die denn schon wieder auf mich hier? Yay. Okay, Medizinkits, hol mal. Dankeschön. So, die ballern hier wieder alle auf mich. Das ist. Uah! Okay, wie viel fressen da davon? Salzebucker! Ja, dankeschön. Sieht mir gerade ausgegangen. Versuch Nachschub zu liefern. Jawohl, ja, Munition und so ein bisschen wäre auch gut und Heilung und alles, ja. Danke, meine Kleine. Wo muss ich hin überhaupt? Ich habe gar keine. Ja. Wo? Ah, da oben. Kein Wunder, dass ich es nicht sehe, wenn es da oben ist. So, lauf da. Kurz ohne dich gehen, warum? Shantytown this way. Warte mal, gibt es nicht irgendwo eine Taste, wo ich sehen kann, wo ich hin muss? Ich weiß es gar nicht mehr. Tab? Nee. Wartet mal, ich kurz mal die Optionen gucken. Ich glaube, da gibt es eine Taste dafür. Skalen umkehren, gehen, benutzen, Voxophon. Lalalala. Nachladen, Kraft. Navi-Hilfe auf N. Aha. Ja, nicht wirklich. Können wir wohl jetzt nicht rein? Oh, nee, da geht's nicht rein. Ich laufe mal Elisabeth nach. Elisabeth, zeig mir den Weg. Oh yeah, guck mal. Labert denn der wie Kacke hier? So, ich lasse hier das mal knacken hier, vielleicht, Erledigt. Aha, dankeschön. Was haben wir denn da? Da haben wir Munition für den Revolver. Ja, immerhin. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Eine Chiffre. Eine Geheimmannschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Ja. Ein Codebuch finden. Vielleicht finden wir es ja dort. Was? In einem Club? Okay. Da werde ich mal in diesen Club hingehen. Ich weiß zwar nicht, wo er ist, aber ich werde mich mal da ein bisschen umsehen hier. Vielleicht finde ich diesen Club. Was haben wir denn da oben? Lass mich mal gucken hier. Was haben wir denn da? Kann ich da hinein? Ja, ich kann da hinein. Da haben wir Salze. Wunderbar. Kann man da noch weiter hinein? Ja. Aber hier ist ein Aufzug. Nee. Ah, da bin ich hergekommen. Nein, ich bin ja blöd. Da bin ich hergekommen. Ich bin jetzt hier die ganze Runde gelaufen, oder was? So groß ist es ja auch wieder nicht hier. Kann ich da irgendwas machen? Kann ich da irgendwo hinein? Nein, kann ich nicht. Nö, da kann ich gar nichts machen. War ich da drüben schon? Ich glaube... Nein, da war ich noch nicht. Weil hier gibt es eine Waffe. Ein Präzisionsgewehr gibt es da. Chen Lin, Waffenschmied. Wo denn? Wo ist sie denn? Elisabeth? Wo ist sie? Wo ist denn Elisabeth? Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als oh, danke. Vielen Dank. Man kann also doch den Weg sehen, wo man hin muss. Alles gleich. Da bin ich, da ist es. Da sind wir richtig. So, ein Audiolog abspielen. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Vox in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen.
Ja, ich bin nur eine Figur für euch. So, verlassen wir den Bereich und gehen jetzt zum... Ja, zum Waffenschmied. Chen Li, wir sind Chinese. Ja, wem wundert's? Wem wundert das? Schauen wir mal, was der Gute denn machen kann. Gautama Buddha. Wer? Der ja, Gründer Buddha. Des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Na? Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Ah ja, unten ist echt jemand. Gehen wir mal runter hier. Ah, da. Hallo? Verzeihung. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Okay. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Weil Chen Lin dumme Bitch sein. Cops, die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Alles klar, Leute, aber das finden wir erst hinaus. Ich habe keinen eigenen Schatten. Schaut mal, ich habe keinen eigenen Schatten. Die Elisabeth schon, aber ich habe keinen Schatten. Wieso habe ich keinen Schatten, Mann? Bin ich ein Geist? Bin ich ein Vampir? Was bin ich? Ich habe keinen Schatten. Ah, ne, das war ja mein Spiegelbild. Naja, egal. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.